Wollen wir ein kleines Intro machen? Ist es für unseren YouTube-Channel eigentlich? Keine Ahnung, wir gucken mal. Wir gucken mal, wo wir das hin donnern. Mein Name ist Alex von Custom Wheels. Wie ihr sehen oder unschwer erkennen könnt, ist es ein bisschen dunkel geworden schon mittlerweile. Wir wollten mal ein spontanes Video drehen mit einem schönen Kundenrad, was wir fertig gemacht haben, beziehungsweise was wir fertig für den Verkauf gemacht haben. Wie es halt immer so ist, mal ein spontanes Video schnell zu machen. Es ist ein bisschen dunkler geworden, dann hat das Licht nicht funktioniert, da hat dies nicht funktioniert. Die Hühner vom Nachbarn, die krähen auch ein bisschen hier durch die Gegend. Und es hat ein bisschen gedauert, sie still zu bekommen, aber jetzt haben wir es. Ja, wir wollen euch mal ein wunderschönes Rad von der Marke Z-Performance vorstellen. Das ist die ZP2.1. In dem Fall haben wir eine schöne 20 Zoll Felge. In der Variation, die wir jetzt hier auf dem Video zu sehen haben, eine 11J Felge. Das heißt, sie ist 11 Inch breit. Und ein typisches Rad, was auf einem BMW drauf geht, zum Beispiel BMW M4, M3 wird sehr oft gefahren. Und eine sehr schöne Konstellation, eine sehr coole Farbe vor allem. Die Mischung macht es hier aus dem Schwarz-Bronze-Effekt. Passt super geil zur Felge. Vor allem dieses filigrane, dünne Speichendesign unterstreicht die Farbe auch noch einmal. Weil das Geniale an der Felge ist halt, wir haben eine schöne offene Fläche. Das heißt, wenn die Felge später montiert ist, wird sie sehr gut mit Licht durchflutet. Und die Farbe kommt sehr schön zur Geltung, sprich auch das Tiefbett oder beziehungsweise das innere Bett der Felge wird auch schön mit Farbe durch, beziehungsweise mit dem Licht durchflutet und die Farbe kommt stark zur Geltung. Die Narbendeckel, die zentralen Deckel sind ebenfalls in der Custom Finish Farbe mitbeschichtet. Das heißt, wenn ihr bei uns die Felgen bestellt, werden wir immer die Narbendeckel passend zur Felge mitbeschichten, wenn es technisch möglich ist. Es gibt auch Felgenhersteller, bei denen die Narbendeckel hier vorne aus Kunststoff sind. Diese müssen dann aus Kunststoff auch weiterhin verweilen, weil wir diese nicht mitbeschichten. Aber ansonsten bei diesem ZP2.1 Modell ist es bei allen Felgen so, egal ob es eine 19, 20 Zoll ist oder eine 21 Zoll ist, die Deckel sind immer aus Alu. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Fällt dir spontan eine geile Frage ein, die für dich jetzt noch interessant wäre? Was ist mit den verschiedenen Finish-Optionen? Ja, bei uns gibt es die Möglichkeit, aus 16 verschiedenen Grundfarben die Felge zu beeinflussen. Das heißt, in dem Fall haben wir die Grundfarbe mit dem Schwarz-Bronze hier genommen. Und zum Finish des Ganzen können wir das Ganze beeinflussen, indem wir drei verschiedene Klarlacke auftragen. Das heißt, wir nehmen einmal als Basis einen hochglänzenden Klarlack oder einen seidenmatten oder einen tiefmatten. Das ist bei uns dann der Frozen-Effekt. Frozen-Effekt ist ganz cool zu vergleichen, wenn ihr mal im Winter eine gefrorene Scheibe habt, dann seht ihr das Ganze, das ist wie gesagt, die Oberfläche ist ähnlich wie bei einer gefrorenen Scheibe mit diesem Milcheffekt halt. Ja, hier hat sich der Kunde für einen Hochglanzfinish entschieden. Das passt mit der Farbe auch sehr schön und harmoniert sehr schön zusammen. Da kommen die ganzen feinen Bronzeeffekte und Bronzekristalle nochmal zur Geltung. Und das haben wir halt hier jetzt in der Farbkonstellation realisiert für den Kunden. Noch Fragen? Was könnten wir noch erklären? Zollgröße? Pakete. Pakete, ja. Genau. Der Kunde kann bei uns im Prinzip auf der Homepage zwischen verschiedenen Felgenpakete. Wir haben so die typischen Felgenpakete für euch fertig gemacht. Nehmen wir jetzt Konstellation BMW oder Konstellation VW. VW fährt zum Beispiel typische Golf-Größe, dass wir zum Beispiel eine 8,5er ET40, ET45 fahren in 19 oder 20 Zoll. Die BMW-Konstellation ist in dem Fall meistens in der 20 Zoll Variante, nehmen wir jetzt zum Beispiel ein 5er BMW als Beispiel, dass wir eine 8,5er und eine 10J an der Hinterachse fahren, 8,5 Vorderachse, 10J Hinterachse. Und diese Pakete haben wir für euch schon bereits fertig gemacht. Das heißt, ihr müsst nicht lange suchen und ihr könnt euch dann im Prinzip das passende Paket bestellen. Ja, und bevor wir das ganze Licht hier komplett jetzt, uns die ganze Sonne komplett untergeht, sage ich schon mal Tschüss. Wir sehen uns auf jeden Fall mal öfters jetzt. Wir werden euch öfters die Felgen vorstellen. Wir verabschieden uns jetzt hiermit und bis zum nächsten Video.